Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Themenblock Audiovisuelles Erbe, der in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Mediatheken entstanden ist. Als vor rund 20 Jahren das Kino 100 Jahre alt wurde, haben wir uns an den wunderbaren und zahlreichen Schätzen in den Filmarchiven, in den Rundfunkarchiven und Museumssammlungen erfreuen können. Gleichzeitig mussten wir aber auch feststellen, dass ihre Speicherträger nicht ewig Bestand haben. Es wird immer schwieriger, die in die Jahre gekommenen Schätze aus Kino, Fernsehen weiterhin zugänglich zu halten. Und damit nicht genug. Museen wie der Hamburger Bahnhof, in dem wir heute und morgen zu Gast sein dürfen, können das vergleichsweise junge audiovisuelle Erbe wie Videokunst, Medieninstallationen und Netzkunst schon heute, also bereits nach wenigen Jahrzehnten, nicht mehr ohne umfängliche und kostenintensive Restaurierungs- und Migrationsmaßnahmen erhalten und ausstellen. In allen Bereichen des audiovisuellen Erbes, und dazu zähle ich neben Film, Rundfunk und Kunst auch Computer- und Videospiele und wissenschaftliche Filme, sehen wir uns folgendem Paradox gegenübergestellt. Je verbreiteter und kostengünstiger die digitalen Technologien werden, desto kürzer werden die Lebenszyklen der digitalen Speicherträger und ihre Abspielgeräte. Wenn wir also im kommenden Jahr 120 Jahre audiovisuelles Erbe feiern, dann gewiss mit gemischten Gefühlen. Wenn wir nicht umgehend handeln, droht uns das audiovisuelle Erbe für immer verloren zu gehen. In den vergangenen 15 Jahren wurden deshalb erste Initiativen zur umfassenden Digitalisierung, Erschließung und Öffnung des audiovisuellen Erbes durchgeführt. 5 von Ihnen werden gleich Ihren Weg vorstellen. Dabei geht es nicht nur darum, die großen Sammlungsbestände in den nationalen Archiven zu digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern es geht auch darum, dezentrale, kleine Konvolute, die durch die Raster der großen Archive gefallen sind, zu speichern, zu erschließen und zugänglich zu machen. Wir werden uns also mitfreuen können über Erfolge, müssen aber auch über Sackgassen und Herausforderungen sprechen. Um zu verstehen, wie die BBC ihr digitales Archiv aufgebaut hat oder warum die Filme der Prelinger Archives online zur freien Nutzung abrufbar sind, ist es wichtig, die institutionellen, finanziellen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zu kennen, die dies jeweils ermöglicht haben. Und noch etwas ist wichtig: wie wir, die Nutzerinnen und Nutzer, Zugang zum audiovisuellen Erbe erhalten. Hierzu werden wir einleitend eine Stellungnahme von Dr. Guido Ongena hören. Alle Anstrengungen, das audiovisuelle Erbe zu erhalten und zugänglich zu machen, sind nur dann erfolgreich, wenn wir die Filme, Fernsehsendungen, Videospiele und Kunstwerke weiterhin oder wieder erleben können. Bei den verschiedenen Digitalisierungsinitiativen hat es sich als überaus fruchtbar erwiesen, von eigenen Interessen einmal abzusehen, um aufeinander zuzugehen und sich zusammenzuschließen. Wenn also Filmarchive, Rundfunkarchive, Museen und Mediatheken gemeinsam für den Erhalt und die Zugänglichmachung des audiovisuellen Erbes eintreten, kann diese kräftige Stimme viel besser gehört werden. Und das audiovisuelle Erbe braucht diese Stimme, vor allem hier in Deutschland, um langfristig und nachhaltig als Kulturerbe anerkannt und erhalten zu werden. Denn nur dann bleibt das audiovisuelle Erbe das, was es ist, kulturelles Erbe in Bewegung. Ich freue mich nun auf die folgenden Vorträge und wünsche Ihnen und uns anschließend eine anregende Diskussion. Vielen Dank.